Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zurück hier zum Let's Play von Tropico 5. In der letzten Folge haben wir hier zwei Farmen aufgebaut. Eine Rinderfarm. Hier sind die Rinder und hier eine Ziegenfarm. Grund der ganzen Sache ist, dass wir Milch herstellen wollen, um aus der Milch Käse herzustellen. Die Molkerei, die wir dafür brauchen. Die gibt es hier für 5.500 Dollar. Das ist machbar, aber da wir auch noch hier eine katholische Mission brauchen und neue Landhäuser. Großartige Neuigkeiten! Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt zu unseren Hämmern und wird unsere Produktivität in die Höhe schnellen lassen. Ich kann unsere glorreiche Zukunft beinahe mit den Händen greifen. Genau. So können wir direkt das nächste erforschen, und zwar die Cowboys. So, die katholische Mission. Kostet 2000. Kein Problem, die können wir ganz in Ruhe hier hinsetzen. Präsidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Vielleicht ist es Zeit, darüber nachzudenken, Ihrer Dynastie ein neues Mitglied hinzuzufügen. Rein aus Sicherheitsgründen. Ich habe mich schlau gemacht und festgestellt, dass Sie noch ca. 62 Cousins haben. Wir müssen Sie einem Test unterziehen, um die Anzahl ein wenig einzuschränken. Fällt Ihnen da was ein? Da können wir ganz einfach. Nach der Armbrustwettbewerb. Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Mithilfe uralter Rituale, darunter das Trinken von Rum zur Festigung der Gehirnwindungen, können wir Ihrem Erben einige Fertigkeiten mit auf den Weg geben. Welche sollen es sein? Da würde ich sagen, bringt uns der Vorarbeiter in langer Sicht mehr als der Verwalter und der Mentor. Von daher nehmen wir da jetzt mal den Vorarbeiter. So. So, schöne Frisur. Ja, was die sich da Frisuren ausgedacht haben, das ist Wahnsinn. Komm, ich hab mal den Kopf, damit man das sehen kann. So. Blond.
Violett. Oh, grün. Ach, der Schande. Nee, blond. Okay. Jagen Ihnen Frauen mit großer Macht Angst ein? So. Dann geht es jetzt weiter. Die katholische Mission ist hier im Bau. Fehlt jetzt noch die Straße. Können wir die Landhäuser langsam bauen? Drei, vier, das fünfte geht nicht mehr, weil es zu teuer ist. So. Es ist genügend im Ausgang drin. Von daher sollte das kein Problem, wenn es dann noch Geld reinkommt. Sieht sehr gut aus. Profit 64 Dollar sieht sehr gut aus. Die katholische Mission ist fertig. Da muss nur noch das Gerüst abgebaut werden. Das ist das Transportbüro. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Als Zeichen des Danks für ihre Unterstützung der Bewegung bieten die Revolutionäre ihnen ihre Hilfe an. Denken Sie daran, Sie brauchen einen Zustimmungswert von mehr als 50%, um die Unabhängigkeit zu erklären. Eine größere Zahl von Revolutionären auf der Insel hilft Ihnen dabei außerordentlich. So, dann werden wir natürlich noch weitere Revolutionäre importieren. Wir werden von den 3.400 Dollar noch 1.500 in ein Landhaus stecken. Dann werden wir noch hier die Landhäuser an die Straße anbinden.
die Landhäuser sind fertig. Dann ist ich sehe, dass die Häuser fertig sind. Unglücklicherweise haben die Inseln Puerto Coco und Isla Roja die Manager gestohlen, die für sie bestimmt waren. So wie ich es verstehe, haben sie ihren Managern große Luxusvillen angeboten, um sie abzuwerben. Grämen sie sich nicht zu sehr darüber. Sie können sich früher oder später dafür rächen. In der Zwischenzeit habe ich die Verbindungen des Orns genutzt, um eine Mandatsverlängerung für sie zu erwirken. Mandatsverlängerung um 12 Monate. So, dann haben wir die Aufgabe auch geschafft. Hier ist schon die nächste. Während seine Majestät die Rückständigkeit ihrer Insel höchst erheiternd findet, sorgt er sich nun darum, dass dies seinen großartigen Plan behindern könnte. Der technologische Fortschritt ihrer Insel ist bestenfalls fragwürdig. Sie müssen bessere Forschungsergebnisse liefern, sonst verzögern sie den großen Plan seiner Majestät. Aufgabe: erforschen Sie die Technologie, die Sichel. Während seine Majestät die Rückstände. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Seine Majestät ist zufrieden mit Ihrem Fortschritt. Um sich erkenntlich zu zeigen, hat er Ihr Mandat verlängert. Außerdem können Sie das Anerkennungsschreiben gegen eine dieser fabelhaften Belohnungen tauschen. Nehmen wir natürlich auch wieder hier die Mandatsverlängerung. So. Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von 2 Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogen fällt nicht. Jetzt will jeder auf Tropico auf einer Farm arbeiten. Und ich werde nie die Anerkennung dafür bekommen. Alles für die Katz. So, liebe Leute. Ich habe gesehen, dass die Zeit um ist. Und aus diesem Grund werden wir hier jetzt die Folge beenden. Wir haben die katholische Mission gebaut. Wir haben die 5 Landhäuser hier noch dazu gebaut. Und ansonsten würde ich sagen, arbeiten wir in der nächsten Folge darauf hin, dass die Molkerei aufgebaut wird, damit wir da noch mehr Geld erhalten. Dann werden wir die Schaufel erforschen. Die Krone überweist Ihnen 7200. Das ist sehr gut. Das Schiff müsste auch bald wiederkommen. Aus diesem Grund wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Umweltrettung.